Dungeon. Und damit, meine Lieben, sei ich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dungeons 3. Ich habe mich, ja, ihr wundert euch jetzt so, oh mein Gott, es wird alles anders aussehen, als es ist, ne? Hier vorne ist immer noch die Wachstube, daneben ist der Friedhof. Hier ist die Tüftlerhöhle plus die Werkstatt, die ich nebeneinander haben wollte. Jetzt habe ich da versehentlich das Bier falsch hingepackt. Hier ist immer noch das Versteck. Guru-Butze, hier haben wir jetzt Gold. Hier haben wir Gold, hier habe ich auch neu Gold aufgedeckt. Hier ist jetzt der Mana-Schrein mit dem Vortex. Hier wird dann auch später noch eine Schatzkammer entstehen. Hier ist dann unser Lektorium weiterhin. Da habe ich jetzt vergessen, noch was dran zu bringen. Also ich habe ein bisschen umgeräumt seit dem letzten. Ich habe versehentlich den Kerker aufgebaut und da war natürlich dann eine Sequenz drin. Und es war ein bisschen scheiße, ne? Die Kammer lassen wir jetzt erstmal so, wie sie ist. Die reißen wir noch nicht weg. Dass sie weiter schürfen können, weil hier ist noch 8000 drauf. Ja, dass ihr einmal so mal kurz seht, es ist halt alles ein bisschen umgebaut. Also ein bisschen verändert. Naja, fast alles verändert. Ich hätte fast die Folge komplett eigentlich neu anfangen müssen. Ja. Dass ihr einmal Bescheid wisst, wo jetzt hier was ist. Ne? Es ist alles umgeändert. Hier wollte ich eigentlich die Bierstube machen. Jetzt habe ich sie da unten gemacht. Das ist auch schon egal. Der erste Kerker war errichtet. Nun konnten Helden nach ihrer Bezwingung im Dungeon eingelagert werden. Dies war für das ruchlose Böse nicht nur wichtig, um dem Höllenschlund seine verlangten Helden zu opfern, sondern generierte am Ende seines Aufenthalts auch noch etwas Bösartigkeit. Genau. Lass die im Kerker schmoren und verrotten, das elende Gutmenschenpack. Ein naheliegender Wunsch der aufbrausenden Protagonistin. Das Allerbeste an der Geschichte war, dass im Kerker abnippelnde Helden auch noch zu Skeletten wurden. Das nekrotische Böse wollte dies natürlich alsbald ausprobieren. Ja, und da kommen schon die ersten Helden, das passt. Goldtechnisch haben wir jetzt auch richtig halt Wucher, ne? Ihr seht das da oben. 9904 haben wir jetzt mittlerweile. Ja, jetzt lassen wir sie hier auch noch abschürfen und... Also goldtechnisch sollte es uns jetzt nicht erstmal vorübergehend erstmal nicht mangeln. So, der Kerker ist zwar jetzt noch ein bisschen schmal und so. Aber das sollte schon gehen. Den Vortex muss ich wahrscheinlich auch nochmal neu umbauen, wenn der Grubenlord kommt. Der braucht dann auch ein Riesenbett. Genau. Jetzt schleppen sie die ersten Helden jetzt schon zum Kerker. Es dauert zwar eine Weile, bis sie da sind, aber lieber habe ich den Kerker hier unten als da oben, weil die Helden den tatsächlich aufbrechen können, wenn es blöd kommt. Und dann könnte es passieren, dass die alle ausbrechen. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Wie gesagt, ist halt ein bisschen doof gelaufen. Der erste Held erwachte im Kerker und würde mit seinem Ableben wunderbare Bösartigkeit für das ekelerregende Böse erstellen. Hervorragend. Ach ja. Außerdem mussten diese Helden auch im Höllenschlund geopfert werden. Hier musste man sich wohl entscheiden. Meine geheimen und mystischen Berater, die nur ich sehen kann, berichten mir, dass es den Dämonen gefallen würde, wenn man einige bogenkundige Elfen in den Höllenschlund werfen würde. Offenbar brauchen sie jemanden, der riesige Mücken jagt. Berater, die nur du sehen kannst? Meine Güte, als wenn deine gespaltene Persönlichkeit nicht schon anstrengend genug wäre. Ich kann nicht wirklich widersprechen. Ich fände es auch besser, wenn Schwester Lieblich endlich jemand anderem auf die Nerven gehen würde. Die haben wir schon lange nicht mehr gehört. Das ist ja das Gruselige daran. Der Grube Hammer. Verbesserte Mana-Kapazität würde ich gerne machen auch. So, da unten sind Helden auf dem Weg. Also eine Scheiße. Es sind Feinde in eurem Dungeon.
Ach schön, wir können den ersten Heizer bauen. Passt. Können wir gleich den nächsten bauen. Sehr schön. Es läuft doch. Die Fallen stehen jetzt auch schon. Verdammte Axt, was wollte ich jetzt machen? Scheiße. Achso, ich würde die Mana-Kapazität erhöhen. Dass die mal Dings machen, ey. Dass die auch nicht gleich immer durchrennen, ne? Weil die sehen die ja gleich und rennen bis hier hinten hin. Und dann kann ich den Verdrescher nicht einsetzen. Das ist scheiße. Super, das Braut hier. Diesmal haben wir nicht das Problem, dass da ein weiterer Lemming stürzte sich von der Klippe. Oh, ich meine Held und Höllenschlund. Tut mir leid. Komm schon wieder die nächsten. Dem die Ohren spitzenden Bösen wurde zugetragen, dass die Dämonen des Höllenschlunds vielleicht eine Handvoll Priesterinnen des Lichts gegen eine ihrer Dämoninnen eintauschen würden. Das hörte sich nach einem äußerst interessanten Tauschgeschäft an. Jawohl, nebenbei werden sie doch gebrutzelt. Oh, sehr schön. Das läuft doch. Zahltag. Können wir jetzt nach oben gehen? Vernichtet das Gute! Ach scheiße, jetzt habe ich den versehentlich mitgenommen. Der wird nicht mitgenommen. So, einmal nach unten. Die Spinnenbeine müssen wir demnächst auch noch holen. Die sind rechts oben. Einmal. Ein einziges Mal nur möchte ich normal Weihnachten feiern. Ein Held verschied im Kerker des unsäglichen Bösen. Tatsächlich war dies gar nicht so schlecht, denn anstelle des toten Helden erhob sich ein Skelett, das nun willenlos und ohne große Ansprüche dem gemeingefährlichen Bösen dienen würde. Jetzt können wir wieder oben drauf kloppen. Armeen des gnadenlosen Bösen zerstörten das Hobbit-Lager mit Effizienz und Freude. Diese Hobbits würden kaum mehr losziehen, um irgendwelche Ringe auf irgendwelchen Bergen in irgendwelche Lava zu werfen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Sehr geil.
hatte der erste Zentaur einen seiner Zehennägel verloren. Wie bedauerlich. Aber genau das, was das überhaupt nicht bedauernde Böse für den Höllenschlund brauchte. Wir greifen sie von oben an! Jawohl. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal zu den Spinnen rüberbuddeln. Die sind wahrscheinlich irgendwo hier oben. Lassen wir da jetzt einfach mal jemanden buddeln. Wir werden schon eine Meldung kriegen, dass da was kommt. Alter, wir haben so viel Gold. Heilige Scheiße. 250. Wir brauchen aber wieder mal ein paar. So. Da buddelt hoffentlich jemand jetzt mal das Gold hier aus. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinne. Das arachnomanische Böse hatte das erste Spinnenbein ausgerissen. Genau das, was es für den Höllenschlund benötigte. Achtlos warf es den Rest der Spinne und die verbleibenden 7 Beine zur Seite. Tod allem Guten! Jetzt müssen wir die Spinnenbeine da wieder aufheben. Ist ja ekelhaft. Bin damit in den Schlund. Das nicht an Arachnophobie leidende Böse warf gelassen die ersten Spinnenbeine in den Höllenschlund. Warum das die Dämonen erfreute? Keine Ahnung. Vielleicht waren ihnen die Zwischenraumzahnbürsten gerade ausgegangen. Ja, da ist sie, die Unendlichkeitsorder. Vielleicht sollten wir mal ausprobieren, was passiert, wenn wir ein paar dieser Elfen mit den Schwertern in den Höllenschlund werfen. Wieso? Ist das ein geheimes Rezept? Rezept? Keine Ahnung. Aber es hört sich nach Spaß an. Verdammte hellhäutige Elfen. Aber die sind doch letztlich mit uns verwandt. Diese Baumkuschel-Hippies haben mit uns Dunkelelfen nichts gemeinsam. Talia! Das ist einfach gut. Nimm das! Zahltag. Die Opferung der Spinnenbeine ging gut voran. Das absurde Böse hatte gut die Hälfte der Aufgabe bewältigt. Wobei Spinnen eigentlich ganz nützliche Tiere sind, weil sie beispielsweise Mücken mit ihrem nervigen Gesumme einfach wegmapfen. Warum können denn hier keine Mücken getötet werden, hä? Das wäre doch viel sinnvoller. Geschafft! Alle Spinnenbeine waren dem Höllenschlund übergeben.
Das spinnenhassende Böse hatte diese Aufgabe gemeistert, ohne auch nur ins Schwitzen zu kommen. So, und jetzt heißt es abbauen, abbauen, abbauen. Alles an Gold abbauen, was wir jetzt finden können. Das wird dann alles nach da hinten gebracht. Mal die Spinnenbeine hier wegräumen, sehr ekelhaft. Die Dämonen jenseits des Höllenschlunds waren äußerst verzückt von dem Opfer des niederträchtigen Bösen und warfen zum Dank mickrige Imps durch das Portal. Niedlich. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ach ja, wir wollten ja die Mana-Kapazität erhöhen. Ja, stimmt. Weil wenn jetzt hier zwei dran rumhantieren, na, Brust malt halt. Ach. Wir brauchen ja den Vortex. Alter, wie viel? Ich hab's gar nicht mitgekriegt, wie die Kisten gestiegen sind. Können wir erstmal voll fett aufrüsten, ne? Heftige Scheiße. Boah, wie viel Bier einfach. Holy shit. Versteht das nicht, so viele Imps brauchen wir doch gar nicht, ey. Da läuft er. Ruf da. Und tschüss. Abfahrt. Wir brauchen fähige Kämpfer und keine Imps. Ist jetzt durch die... Ist noch nicht durchgefallen mit? Doch, erst durchgefallen. Er zählt gerade anscheinend nicht. Ja, weil zwei Stück stellen gerade Mana her und was soll der dritte dann die ganze Zeit machen? Das ist ja Blödsinn. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch mal hoch. Oder auch nicht, da scheinen gerade... Ja, die kommen in den Dungeon. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen.
Das opferbereite Böse ließ einen Helden im Höllenschlund verschwinden. Boah, wie viel Gold. Wie viel Gold. Zahltag. Schau mal, was hier unten noch ist. Das gehört hier eigentlich weg. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Ist unaufhaltbar. Bring mich zum Kampf. Nee, Kampf ist gerade vorbei. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann hier weiter. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Dungeons und dann geht es an der Stelle hier weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich ciao, ciao und bis dann.